Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Staffel. Und zwar sind wir jetzt bei Staffel 3. Das ist die erste Folge davon. Willkommen und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe hier eine sehr große Map mitgebracht. Und zwar ist die von Dart Gerikli. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie ist erst seit 3.4. diesen Jahres im Steam Workshop erschienen. Und sie heißt Transportvania. So, ich habe nur die Namen hier ein bisschen geändert, weil ich weiß nicht, ob das jetzt in Tschechien, Polen oder wo das spielen soll, weil die Namen konnte man ja gar nicht richtig aussprechen. Deswegen habe ich die Namen ein bisschen geändert, sind jetzt hier zum Beispiel deutsche Namen drin. Dann hat die Map, wenn ihr die runterladet, müsst ihr noch 3 Mods dazu laden. Für andere Warenketten, die habe ich aber jetzt deaktiviert, weil ich regelmäßig, wenn ich diese anderen Warenketten habe, da kann man ja hier Marmor, Alkohol und was weiß ich noch alles machen, da stürzt regelmäßig irgendwie mein Transportfieber ab. Deswegen habe ich die alten Warengruppen gelassen und es ist praktisch auch spielbar, wenn ihr die 3 Mods nicht mit runterladet. Ihr müsst sie halt nur ausschalten, weil sonst kommt eine Fehlermeldung beim Start und ihr könnt das Spiel nicht starten. So, dann lasst uns mal die Map angucken. So, guck mal, ihr seht schon, die ist ziemlich groß. Gehen wir mal von links nach rechts. So, viele, viele, hier ein paar Berge, viele Felder. Seht ihr ja, da können wir schön mit Industrie, also hier Landwirtschaft machen. So, hier sind, ich habe den Ort mal Padberg genannt. Hier, das sieht so aus wie Weinberge. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hier, guckt euch mal hier den Steinbruch an. Super gemacht. Ja, und so zieht sich das über die ganze Map. Also es ist eine wunderbare Map und auch hat bestimmt viel Zeit und Arbeit gekostet. So, wenn ihr das jetzt hier so mal seht, ich habe dann mal hier so, wie gesagt, die deutschen Namen hingemacht. Hier sind noch so kleine Seen drin. So, hier hat man dann auch noch mal ein paar Bäume mit drin. Den Ort habe ich mal Bitburg genannt. So, hier auch ein paar Berge dabei. Hier nochmal 2 Eisenerzminen nebeneinander. Guck, das sieht doch wunderbar aus, hier an den Bergen gelegen. Da kann man doch eigentlich viel machen. So, guck mal, den Transportweg hier ist auch nicht zu weit vom Eisenerz hier zu dieser Fabrik hin. Hier kriegen wir direkt schon die Kohle, die ist auch nicht weit weg. Die Straße ist interessant gebaut, hier schön in der Brücke und dann hier runterher. Also ich finde die Map wunderschön. Ich wüsste jetzt auch noch gar nicht, dass ich die irgendwo in einer Map-Vorstellung oder irgendwo gesehen habe. So, jetzt sind wir wieder auf der Seite, wo wir angefangen haben. Hier gibt es dann ein paar Flüsse. So, ich weiß gar nicht, wir können ja mal gucken. Die Flüsse, ja, sind grün, also sie sind beschiffbar. So. Ja gut, hier, da kann man ein paar kleine Boote drauf machen. Vielleicht ein Fischerboot oder sowas. So, also wie gesagt, das ist unsere neue Map, die wir jetzt spielen. Ich hoffe, euch gefällt die 3. Staffel. Deswegen drückt dann bitte mal auf die Glocke. Und lasst einen Kommentar da für Antworten. Das war jetzt ein blöder Satz. Nein, lasst gerne einen Kommentar da für Kritik und Wünsche oder Anregungen. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas haben wollt, der Mod ist schön oder so, einfach reinschreiben. Ich gucke, dass ich den irgendwie woher kriege, den Mod. Und dass wir den dann mit einbinden hier in die Map. So, ich weiß jetzt noch gar nicht, wo wir jetzt genau anfangen sollen.
also zentral gelegen wäre jetzt hier mal. Von da aus überall hin. Müsste man mal ausprobieren. Müsste man mal gucken, dass wir irgendwie hier rumkommen und da vielleicht ein paar Schienen hinbekommen. Müssten wir nur mal gucken, wie wir den Bahnhof am besten ausrichten. Aber das wäre ja, wenn er so ein bisschen schräg steht hier, das wäre ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, dann lasst uns mal einfach anfangen. So, Gebäude, Güterbahnhof brauchen wir nicht, wir brauchen einen richtigen. Ja, Hochgeschwindigkeit machen wir mal. Ja, es soll ja ein größerer werden. Machen wir mal so und gucken mal, dass wir den irgendwie hier hinkriegen. Ist natürlich jetzt hier ein bisschen hügelig, die Landschaft. Aber das macht hier jetzt auch nicht viel. Hier irgendwo, oh guck mal, die Leute brauchen natürlich ziemlich viel. Dann müsste man da hinten auch noch so einen Güterbahnhof irgendwie hinkriegen. Müsste man erstmal sehen, dass wir jetzt hier mal die Straße wegkriegen hier. Die tun wir gleich wieder hinsetzen. Das ist ja kein Problem. So, nochmal den Bahnhof nehmen. Hier irgendwie so hinsetzen. Vielleicht auch noch ein bisschen höher, damit die Straße parallel da dran hergehen kann. So. Ein bisschen runter. So. Es geht jetzt noch keine Straße dran her, deswegen haben wir auch noch nichts. Hier ist der Bahnhof dann ja ebenerdig sozusagen und hier ist er ein bisschen erhöht, aber das ist nicht so schlimm, das kriegen wir schon hin. Wir machen einfach mal, müssen wir halt mal ein paar Felder opfern. So, setzen wir jetzt mal hier so eine Straße dran her hier. So. Könnten wir dann die Straße auch mal aufwerten hier. Schon mal. So, jetzt ist der Bahnhof schon mal da. So, hier machen wir am besten, würde ich sagen, hier würde ich mit einer Brücke weitermachen. Da müssten wir dann mal schauen. So. Ja, das wird schon gehen. Nehmen wir erstmal zwei Gleise raus hier. So. Hier außen werden wir dann die Gleise irgendwie nach links rüberziehen können. So, jetzt setzen wir dann erstmal hier Straßen dran, damit das wieder zusammenpasst. So. Die Straße ist auch noch weg. Ja, dann würde ich sagen, die ziehen wir jetzt mal hier dran her, die Straße so. Und machen das Stück weg. Und dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht noch so ein bisschen Schönbau betreiben. Dass wir da irgendwie. Schauen wir mal. So. Da noch ein paar Schienen hingelegt. Hatte ich denn? Ja, hatte ich. So, ist natürlich jetzt schade, dass wir durch den, aber das müssten wir mal ausprobieren. Wir müssten hier durch den Berg, dass wir irgendwie hier um die Kurve kommen. Ja, das müsste doch zu machen sein. So, legen wir mal gerade weiter hier. So. Und dann hier so rum. Das will ja nicht ganz so weit, würde ich sagen. Da müssten wir aber, glaube ich, auch erstmal hier die Straße wieder ein bisschen kappen. So leid es mir tut.
So. Ja, also mit 100 wäre es ja schon nicht schlecht. So, dann müssten wir ja praktisch, setzen wir sie mal dahin, die Schienen. So, und gucken mal, dass wir durch den Tunnel hier irgendwie weiterkommen. In den nächsten Ort hinein. Wenn ich jetzt ein bisschen nach da gehe, dann sind die Schienen frei. Dann könnte man da so eine Galerie drüber ziehen. So. Und dann müssten wir gucken, genau, dass wir irgendwie hier rumkommen. So, wie gesagt, die erste Folge ist immer ein bisschen langweilig, weil ja noch nicht groß was passiert. Da geht es wieder durch den Tunnel und dann kämen wir praktisch hier raus. Mit der einen bisschen müssten wir, warte mal, wir müssten mal noch ein Stück zurück, so. Dass wir dann hier mit der zweiten parallel kommen. Ne, ich will da jetzt noch nicht andocken. So. Ja. Aber dann müssten wir die jetzt auch nochmal wegmachen. Weil die ja nicht parallel dafür zulaufen würde. So, das Stück auch nochmal weg. Nicht an der Straße dran. So. So sieht das doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Was mir nur nicht so schön gefällt, ist hier diese... Oh, die Brücke, was soll's. Wenn da Täler sind, dann muss halt auch eine Brücke dahin. Ich könnte natürlich auch versuchen... Komm, wir lassen mal, also die Brücke lassen wir erstmal stehen. Wir könnten natürlich auch versuchen, dass wir keine Brücke bauen. Dass wir irgendwie mit den Schienen... Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich da dran komme. So, hier um den Berg drumherum gehen. Ja, dann fängt er wieder an mit einer Brücke. Und einen kleinen Tunnel. Aber ich hätte ja gerne, dass man viel von der Strecke sieht. So, müsste man mal gucken jetzt hier, dass wir hier eine Strecke herkriegen, so. Die nicht in den Tunnel reingeht. Und auch keine Brücke braucht. So. So hatte ich das gedacht hier. Schön dann um die Kurve darum. So ziehen wir schon mal hier eine zweite Linie hin. Ja, das wird wohl nicht funktionieren hier, was wir hier, dass wir da ohne Tunnel durchkommen. Ja, die Brücke ist auch okay. Also ich glaube, diese zwei Tunnels, die müssten wir schon lassen. Hier so her. Aber die Orte liegen halt ein bisschen weit auseinander. Ich weiß jetzt nicht, ob wir heute noch irgendwie eine Bahn auf die Strecke kriegen. Schlecht wäre es nicht. Aber wir könnten natürlich auch hier die Brücke wegmachen. So.
Wie gesagt, die ersten Folgen sind immer langweilig, weil nicht viel was passiert. So, und dann nehmen wir das Teil. Genau, das wird mir schon besser gefallen. So. Kann man dann hier so ein bisschen aufforsten noch. Mal ausprobieren. Ein bisschen größer machen hier. So, guck, dann fällt das gar nicht so auf hier. Sieht das so aus, als wenn das so sein müsste. Ja, das gefällt mir schon besser. Ja gut, dieser Knick gefällt mir jetzt noch nicht hier. So müsste man noch mal hier so ansetzen, dass wir dann in einer Kurve so rumkommen. Und nicht so eierig. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Finde ich. So, dann machen wir das Teil hier auch nochmal weg. Also Brücken sind ja nur nicht verkehrt. Aber vielleicht kriegen wir das auch mit etwas weniger Brücken hin. So. Da ist dann wieder eine Brücke drin. Da ist dann wieder ein Tunnel drin. Ah, da ist noch, da ist noch ein Stück Gleis im Weg. So. Jetzt weiß ich nicht, wurde angedockt. Rechts, okay. Ja, es müsste ein bisschen größeren Bogen machen. Vielleicht hier die Kurve noch ein bisschen weg, damit er geradeaus fahren kann hier. So, bis dahin, da ist er, Kollision, mit was kollidiert er? So, hier machen wir jetzt, ja, aber da haben wir dann schon wieder so eine große Brücke. So, ich wollte auch diesmal nicht so große Folgen machen, dass die ewig lang sind. Ich muss nur mal gucken, dass ich dann irgendwie so dahin komme, dass wir bis dahin kommen. So. Das sieht dann nicht so schön aus da. So sieht es besser aus. So, schauen wir mal. Da sind wir dann wieder in einem Tunnel drin. Ja gut, da kannst du nicht viel was machen. Das ist von dem Berg so ein Teil. So. So zu. Da ist auch alles zu. Jetzt müsste ich gucken, wo habe ich jetzt hier im Tunnel habe ich angefangen. Na, rüber, so, jawohl. Ja, jetzt ist natürlich wieder das, was öfters passiert. Das war die falsche Seite, aber das ist nicht so tragisch, das kriegen wir hin. So.
Ja, das sieht auch noch nicht mal so schlecht aus. So. Dann hätten wir schon mal die erste Strecke. Hier würde ich jetzt einfach noch ein bisschen Schönbau betreiben. Dass das vielleicht hier irgendwie da dran passt. So. Hier auch noch so ein bisschen vielleicht. Da noch so ein bisschen. So würde ich es jetzt erstmal lassen und würde es dann gucken, dass es hier schön an der Straße, was natürlich nicht so schön ist, ist diese Kurve hier, dass wir erstmal Richtung Oberaußen kommen mit einem Bahnhof. Dass wir da schon mal ein bisschen was produzieren können. Aber wie gesagt, es sind leider immer Felder im Weg. Das ist jetzt, finde ich jetzt eigentlich schade. Ich weiß nur nicht, warum man jetzt eine Brücke will halt einsetzen. Ja gut, das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Müssten wir gucken, dass wir jetzt hier so bis hier hinkommen. So irgendwie. Mit ganz vielen Bahnübergängen. Jo. So. Hier so dran her. Aber da ist dann, da sind dann Straßen leider im Weg. Die müssten wir leider erstmal ein bisschen kappen, wobei es mir tut. Aber wir machen ja gleich neue wieder hin. Wir sind ja gar nicht so. So. Warum haben wir da jetzt Bau nicht möglich? Aber wegen dem Wasser. Komisch, gerade waren die Straßen da. Achso, ich bin zu weit an die Schienen gekommen. So, darüber. So, dass wir noch so ein Stückchen kommen hier. Bau nicht möglich. Kommt zu dicht an der Straße vorbei. Das kann schon sein. So, schauen wir mal. So wird es gehen. So, wo müssen wir hin? Mehr hier so. Ich müsste, glaube ich, hier anfangen mit den Schienen, damit wir wissen, wie wir da hinkommen. Ja. Ah, das war jetzt leider falsch. Ach ja, so ist das. Die erste Strecke. Aber mit der Brücke wäre natürlich nicht schlecht. Da könnte man eigentlich den Bauern die Felder lassen. So, hier müsste ich jetzt ungefähr hin. So.
Und dann müssten wir da so eine Kurve fahren. Hm? So, hier an der Straße. Irgendwie bis dahin müssten wir. So. Da ist eine Straße im Weg. Da fahren wir nochmal durch einen Tunnel. Da ist auch eine Straße im Weg und da auch. So, also würde ich sagen, wir gucken, dass wir von hier anfangen. Dann wäre da eine Brücke. So. Müssten wir nur gucken, dass wir den Feldweg irgendwie unter die Brücke kriegten. So. Das müsste eigentlich machbar sein. So, lass uns erstmal da hinsetzen. Was hat sie? Brückenpfeiler, was macht der? Er steht in der Straße drin. Naja, dann machen wir hier mal den Schnitt für die erste Folge. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tut mir leid, dass es bei der ersten Folge immer langweilig ist. Ich würde sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr weiter gucken würdet, die dritte Staffel. Und bis bald, euer Donny.